You've been called upon to return the future to humanity. Hallo Internet! Hallo Internet! Mein Name ist Aden und herzlich willkommen zu Causa Voices of the Dust. Das ist mein erster offizieller Stream als Teil des Streaming-Events von Causa. Das heißt, wenn ihr nach Lust habt, euch jede Menge Streams anzugucken, dann werde ich euch noch im Laufe des Streams nennen, hier so vorbeigucken könnt. Auf jeden Fall endlich da. Causa ist für die Leute, die sich mit Online-Hardgames schon mittlerweile treffen, mehr so eine Art Geheimtipp als tatsächlich was komplett Neues. Seit 2018 hört man immer wieder davon, dass ein Preis nach dem anderen verbessert sich immer und immer wieder. Und dieses Spiel hat sich quasi zur Aufgabe gemacht, alle Probleme, die man normalerweise vielleicht gerade spielen kann, auf eine clevere Art zu lösen und so zu lösen, dass jede Karte entscheidend wichtig ist. Was das en Detail bedeutet, werde ich euch natürlich zeigen. Hier noch der kleine Hinweis, ja, das Logo ist nicht ganz, aber ich denke, man kann das richtig lesen. Das Stream folgt Kooperation mit Game General. Eine sehr coole Newsseite, der ich seit einer Weile folge, die wirklich, wirklich gut und aktuell sind, sehr viel Herzblut gemacht und mit denen ich noch in Zukunft einigermaßen intensiv zusammenarbeiten werde. Mal wieder etwas hier auf deren Seite erscheinen, Texte auf der Seite. Außerdem wurde ich ausgewählt von den Causa-Leuten selber, deswegen thanks to Causa and Maureen. I think you're the game developer. Really, really thank you for this opportunity. Also danke nochmal für die Möglichkeit. Ich denke, jetzt haben wir auch genug geredet. Sich sollte alles gut funktionieren. Ich hoffe, es klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Das wäre natürlich super, super, super cool. Ne? Dann habe ich hier nebenbei mein Handy, um eure Kommentare zu lesen. Natürlich habe ich Sound aus und sorge dafür, dass ich Zeit lesen kann. Werde euch noch begrüßen. Und ab und zu werdet ihr natürlich dann erleben, wie ich Stream wechsle. So. Hallo. Das muss sein. Ja, und dann würde ich sagen, allen, die mit dir im Chat sind, viel Spaß und legen wir los. Also, natürlich könnte man sich jetzt überlegen, wo fängt man an, wie erklärt Causa am besten. Ich denke mir, bevor ich mit euch nochmal das langweilige Tutorial durchspiele und bevor wir uns überhaupt an das Spiel machen, denke ich, schauen wir uns das Ganze an, als wenn es das Spiel wäre, das erstmal angucken. Ich muss sagen, ich habe das Tutorial vorgespielt. Ich habe mir aber das jetzt auch schon viel zu dem Spiel angeguckt, weil ich das wirklich sehr, sehr gut finde. Okay, fangen wir mal. Was haben wir denn hier an? Also, man sieht, ist es schon erkennbar, sehr, sehr klares, offenes User Interface, in dem man sieht, was so alles. Hier sind die ganzen News. Das ist natürlich eine ganze Menge und man hat eine Website, hier kann man durchklicken. Hier wird auf das Streaming Event und auf den Discord-Server. Wir sind hier in einer exklusiven Gäste, Alpha. Das heißt, ich darf jetzt an dem Streaming-Event teilnehmen. Am 26. startet dann der Early Access. So. Gucken wir uns mal ganz normal, ob an welches Event. Das hier sieht man, die ganz normale Qualitätswert. Ich kann hier auch ein bisschen hoch. Ihr werdet auch sehen, dass ich das Sachen, man kann das auf Englisch oder auf Spanisch aktuell stellen. Ich hoffe, dass Deutsch noch kommt. Wenn nicht, ich werde mein Bestes für euch das übersetzen und einmal so. Meistens ist es auch besser, wenn man nicht da übersetzt und das Original dran ist.
dichter man am Original der Sprache dran ist, desto besser ist es ja. Gerade bei Spielen, wer Kernel kennt, was ich auch mal demnächst zeigen werde, der wird feststellen, oha, da gibt es ein paar Übersetzungen, die ein bisschen kollidieren. Onslaught und Charge, beides wird auf manchen Arten mit Ansturm übersetzt, was natürlich nicht so gut ist, ne? Deswegen sind wir mit Englisch hier schon ganz gut gefahren. Lass noch alles. Genau. Was ist ein Tutorial, ne? Ganz klar. Das ist das Star, was ich super gut finde. Hier nach dem Alphabet sortiert alle Wörter, alles Wichtige. Weil manchmal sucht man sich ja doch ganz schön Methode und zum Beispiel auch bei Eternal. Eternal hat schon eine sehr gute Übersicht, wenn man mit den Karten übergeht, was links und rechts alles aufnimmt. Aber teilweise so, ah, was macht dieser eine Effekt? Habe ich jetzt eine Karte dazu? Muss ich jetzt eine Karte suchen? Das ist da manchmal ganz schön blöd. Oder nicht dieser Effekt genau, mal nochmal kurz durchscrollen, finde ich ganz gut. Und das eben auch ganz gut. Der wird was. Jetzt ins Tutorial gehen, dann hier verschiedene Episoden Tutorials. Das auch war aber alles. Das wunderbar. Okay, also wir sehen einige schöne Sachen raus. Und also ich habe selten ein Kartenspiel gehabt. So ein schönes Sound. Ja, Aston Sound. Lustig. Eternal Sound. Okay. Weil das ist noch eine clevere Idee mit dem Spanischen. Ich mag dieses leicht nostalgische, fast Renaissance-Mittelalter. Man kann sich vorstellen, wie jemand durch Spanien mit seiner Geschichte und seiner Bekleidung reitet. Sean Connery, der Highlander, ja? Einfach so unterwegs. Genau das ist das Bild, was ich gerade bekomme. Aber man muss fairer sagen, das ist quasi eine postapokalyptische Welt. Also, ne, bei allem Tara, das ist eine postapokalyptische Welt. Halten wir mal wieder. So, dann können wir uns hier das Collection angucken. Auch sehr schön. Werde ich jetzt gar nicht zu viel drauf verwenden. Denn das würde jetzt dazu führen, dass wir jetzt alles erklären. Allerdings, was ich mal sehr schön finde, ist, wir haben hier die Hauptfraktion. Glory. Boom. Reich handeln, Wealth, also Reichtum, Influence, also Einfluss und Spirit, also Qualität, Geist. Haben sie noch die neutralen Karten? Ja, das ist immer so das Neutrale, dass sie haben die Farben und die neutralen. Okay. Was ich jetzt schon mal sagen kann, die Farben haben auf dem Deckbau erstmal kein Einfluss, soweit es mir aufgefallen ist. Wie gesagt, allzu viel haben sie. Und dann, was ich ganz gut finde, haben sie halt hier schon diese Doppelfraktion. Das heißt, die werden storymäßig viel mehr Gewicht haben als zum Beispiel bei Magic. Bei Magic wechseln die Doppelfraktion ja auch mal. Edition zu Edition, was ich an sich auch nicht finde. Das finde ich sogar okay. Ich finde es aber auch cool, wenn Spiel versucht, so eine durchgängige Story zu erzählen. So wie zum Beispiel Eternal, die sich ja dann ihre 5 Hauptheld geschrieben haben. Manchmal auch 6 oder 7. Aber es gibt quasi ein Kern an Helden, darüber steht die Story, der man Land, wo alles drin ist. Und so ähnlich würde es Hauser Voices of the Dust auch machen. Und ja, was man hier schon mal schön sieht, diese Glitter im Hintergrund. Das ist quasi Staub. Den Leuten glaubt ein dunkler Staub. Dunkler gibt es jetzt über das Land. Aber gut, wir haben also diese Fraktion verlangt. Quasi Boom, Reichtum. Dann haben wir die Clergy, also die klerikale Kleriker, die dann quasi Einfluss Geist sind. Dann haben wir die Krieger, die dann eben Einfluss Reichtum sind. Dann haben wir die Bruderschaft, die eben Ruhm Einfluss sind. Dann haben wir die Sekte. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. Die sind halt Spiritualität und Reichtum. Und wir haben die Horde. Spiritualität und Ruhm. Okay. Haben wir hier auch die auch jetzt nicht besonders, dass man einfallsreich gestaltet.
Fertigkeiten Common, Rares, Epics, Legendaries, PS20 an Common, die man so als Fünfte oder als Satz von Rares, dann Epics, naja, wie man auch immer meint, nehmen könnte. Wir sehen hier schon die Karten zurück. Wir sehen auch, dass die Karten, wenn sie ausgedruckt werden, in der Standard Magic Format. Was ich immer ganz gut finde, wenn man alles hat, kann man das ja auch machen. Ja. Sollte das auch fairerweise anpassen, gibt es dann noch ein paar Möglichkeiten, Arten, die ich noch erklären werde, zu unterscheiden und so weiter. Also ihr seht, die Collection, also deine Sammlung, ist halt schon vorbereitet. Die kann man noch Decks, die man hat, Rebuild Decks angucken, wenn man noch gleich hier was drin ist. So voll. Ich finde echt soundtechnisch an. Ich finde auch gut, dass sie auf den Trend, der in den letzten Jahren immer weiter eingegangen sind, dass man sieht, was für Karten bekommt, welche Kosten. Und hier kann man sogar anhand der Farben gleich erkennen, ja, dass von dem Karten die Karten so. Ja. Dann verschiedene Anführer. Das ist was Spezielles bei Causa. Das werde ich aber noch nicht lernen. Das ist aber wirklich cool. Das heißt, nicht die Helden wie bei Hearthstone oder einfach nur Avatare wie bei jedem anderen Spiel. Die Helden hier haben eine entscheidende Rolle, wie man ja hier an der Seite sehen kann, was das genau bedeutet. Und die Charms, das ist halt so alles, was aussehen kann. So. Ich finde das am coolsten. Ja. Nur so Front hier. Ich weiß aber gar nicht, wie man auswählen kann. Ich glaube, ich mag das. Das auf jeden Fall, weil das sieht gut aus. Das sieht auch nett aus, aber das ist gut. Ja, mit Avatar und dann mit den Herren. Die haben Titel. Follower und dann. Ich bin lieber Novize als jemand, der nur folgt. Das schlecht ändern, aber sind wir es realistisch. Relevant und die meisten Spieler werden kommen. Also haben wir uns die Kollektion angeguckt. Haben wir natürlich. Mag, ja, dieses Spiel, obwohl es kostenspielbar sein wird, wird sich eben irgendwie finanzieren. Und wie finanziert es sich? Naja, eigentlich ist es einfach. Du kaufst es. Ja, kannst du dir auch freispielen, kannst auch Gold erspielen. Diese zweite Währung, das Organit, das wirst du dann eben dafür einsetzen können. Die dritte Währung, Soul Ember, vermute ich, habe ich ja noch, wird dafür da sein, um die Karten direkt zu erstellen. Das wird ja das. Haben wir auch Anführer, die wir in Gold oder Organit kaufen können. Ihr seht schon, die kosten ein bisschen mehr, würde aber dazu raten, das kann ich jetzt schon vorab sagen, wenn man es leisten kann, dann sollte man erst die Anführer holen, die Karten später. Weil die Anführer auch schon einen großen Einfluss haben. Noch besser ist natürlich, wenn man schon einen Plan hat, was man mit dem Deck haben will, man gezielt auf das Deck fahrt, dann erst die Karten holt und dann den Anführer. Das wäre noch besser, aber wenn man noch nicht so einen Plan hat, dann sind die Anführer ganz in der Welt schon sehr stark Einfluss auf das Spiel. Haben wir hier die Karten, das ist ganz nett, wenn man sie kauft. Ihr seht schon, weil sie animiert sind, dann kann man sich nur Spielbretter, kann man sich nur gegen Organik kaufen, was man sich dann kaufen kann. Was ich ganz nett finde, ist, wenn man so an Hearthstone denkt, ne, da gibt es ja auch schon tausende Sachen, deswegen finde ich ganz gut, dass hier gleich. Hier könnte man Codes eingeben, habe ich auch welche, habe ich gestellt bekommen, gebe ich zu, werde ich auch einsetzen. Einen großen werde ich für mich einsetzen und habe noch drei weitere, werde ich dann, nachdem der Stream auf YouTube hochgeladen ist, teilen. Das heißt, für die Leute, die Kommentare schreiben, wird es dann für das die drei Kommentare mit den meisten Likes nachher diese Codes geben. So, dann gibt es hier diese Kristalle. Da. Das ist also Soul Ember, was man sich anscheinend auch kaufen kann. Und das ist halt das Organ. Sag mal so, ist halt so gestaltet wie immer. So ein bisschen so, dass man das nicht komplett ausgeben kann, außer man nimmt die kleinste Summe. Ich meine, das wäre genau ein Anführer gekommen. Dass man sagen kann, ein Anführer kostet 5 Euro.
Wir wissen aber noch nicht, wie lange es dauert, 1000 Gold zu erspielen. Ich muss sagen, bei Turn das relativ schnell. Hier werden wir es sehen. So, und jetzt haben wir viel zu viel rumgelabert. Wir haben immer noch gesehen. Denkt ja auch langsam so. So. Wir haben hier Missionen. Die will ich noch schnell erklären. Und das finde ich cool. Du kannst nämlich dieses Organismus auch einfach freispielen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das endlich ist. Ne? Hier steht Season. Das heißt, ich würde sagen, diese Level werden jede Saison neu gestartet. Das ist dann einfach klassisch Aufgaben. Und du hast halt drei tägliche Aufgaben. Da ich noch nicht weiß, was mir so liegt, was ich so mag, lass uns das erstmal alles. Hier kann man auch nochmal gleich in den Text gehen. In 20 kann man sich vorbereiten. Hier sich angucken, da seht ihr auch wirklich noch nichts gespielt. Ich sag das so, ne, das ist so das, was ich von Anfang an hatte. Da kann ich Background wieder, ne, Parts, die man durch Tutorial bekommt. Ja. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir auf. Hier ist jetzt das Interessante, wir können Casual Game machen. Rank. Geht noch nicht, okay. Ja, ich glaube, aus. Haben wir den Computer, hier und ein selbst erstelltes Spiel, was ich auch cool finde. So. Ja, deutet vielleicht darauf hin, dass eventuell auch mehr Spielerpartien cool werden. Das, was ich hier ganz schön finde, ist schon mal, du kannst den Deck aussuchen. Du kannst dem Computer zum Beispiel sagen, der Deck oder zufälliges Deck jetzt machen. Und ich kann mir hier ein Deck halt aussuchen. Also ich würde, glaube ich, würde Glory Deck einfach anfangen, würde euch daran gerne helfen. Also drücken wir auf Play und starten euer Tutorial für Pausa. Das finde ich auch schon. Das hübsch. Ich finde das so hübsch. Okay, also, wir starten das Spiel mit 4 Karten. Hier steht schon, choose the card you wish to replay. Das ist ganz wichtig, wir könnten uns jetzt überlegen, Karten wechseln. Alle gut, damit kann ich auch vielleicht sogar schon die ganze Menge. Ich würde sagen, wir behalten die mal. Oder vielleicht. Nehmen wir mal. Mal weg. Machen wir ready. Ausgetauscht. Wir dürfen noch mal einmal neu. Also wir dürfen nur einmal Karten noch. So. Wir haben unser Gegner jetzt gemacht. Das sieht ein bisschen kompliziert aus. Der Computer ist jetzt ganz schön schnell. Denn was passiert? Also macht das mal. Ich bin jetzt der zweite Spieler. Hauser hat natürlich in dem Fall das Problem, dass der andere Spieler hauen sich leider nicht daran, was Versus früher gemacht hat. Gleichzeitig plädiere dafür, dass wenn jemals sich irgendein anderes Handspiel nochmal rantraut, hier ein Boost in die Szene zu passen, das bitte, bitte, bitte gleichzeitige Züge hat. Das wäre so toll. Das ist mittlerweile so schön visualisierbar, so gut darstellbar, das ist nicht mehr das. Aber gut, was macht man gegen gleichzeitige Züge? Gegen nicht gleichzeitige. Man muss einen Ausgleich schaffen, für den der später anfängt. Das ist in dem Fall das Amulett. Das Amulett kriege ich ein Spiel und ein Cause. Eine Ursache, ein Grund. Was das ist? Das ist quasi unsere Ressource. Ich spiele auch, denn ein Spiel von Causa läuft ganz anders ab als normal. Also, erstmal fängt es damit an, dass wir eine Karte ausziehen, die wir gerne wir würden gerne diese Karte weglegen, damit sie uns Mana bringt. Aber, das muss ich jetzt schon mal sagen, die Karte ist dann für immer weg. Die ist nur an einem anderen Ort. Das ist auch schon wieder eine gute Sache. Aber das ist okay. Also, wir haben das Spiel begonnen, wir haben die Karte gehabt, wir haben eine Karte gezogen, wir haben beginnt jeder Runde mindestens eine Karte oder bis wir 4 Karten in der Hand haben.
vier Karten in der Hand haben. Vier Karten in der Hand haben, genau. So. Und zusätzlich können wir eben noch eine sechste Karte in der Hand halten. Oder am Beginn des Spiels eine sechste Karte in der Hand halten, das Amulett. Okay. So. Jetzt müssen wir uns also für eine Karte entscheiden. Die Karte, die hier hinlegt, hat einen besonderen Vorteil für uns. Die weg und erhöht unser Mana und sie zählt dann beiden bespielen können. Das ist noch eine weitere Grenzung von Pausa. Man darf nur zwei pro Runde spielen. Darum ist es so wichtig, dass diese Portkarte, wenn wir denn spielen, und das Amulett, dass wenn wir es spielen, uns eben noch einen weiteren Spielzug ermöglicht, also noch ein Spiel, noch eine Karte ermöglicht. Wir spielen die jetzt auch aus, weil in der ersten Runde kann man nur eine Karte spielen, wenn man ein Zweierkarten. Also, weil das wird. So. Ab jetzt mit jeder Zeit einsetzen. Ich könnte also auf zwei erhöhen. Dann könnte ich schon Zweierkarten. Weil cool wäre. Oder ich kann mir auch die Dreierkarten. Da ich die Karte jetzt. Könnte sie jetzt spielen, wenn ich meine zweite Karte verbrauche, ja? Oder wenn ich die Karte. So, dann kann man eine Schritte durch die ganze Seite. Oh, dann denke ich mal. Aber das jetzt der Musik, der immer noch ein bisschen am Anfang hin und her. Und ja. Wir haben nun also die Karte ausgefüllt. Tatsächlich, so wie unsere Hand ist, sind wir besser dran, wenn wir das gleich einsetzen. Das zählt auch nicht zu den Karten. Zusätzliche Möglichkeiten. Hier sieht man ganz genau, wo es denn gerade ist. Also das finde ich auch sehr gut. Das ist mir bei Hearthstone öfter aufgefallen, bei Eternal noch manchmal, wenn man nicht so genau weiß, was habe ich denn jetzt gerade gemacht. Worauf wirkt das? Das ist hier ganz deutlich. Gib dir. Jetzt das geht das auch. Dann haben wir für diese Runde eine zweite. Eine zweite Ressource. Und wir haben auch noch gleichzeitig zweite Power und Anführer des Helden. Aber erstmal einfach. Wir spielen erstmal Avernestian als Avernestianischer. Der hat Initiative. Initiative ist, was man aus Eternal als Beschwörungseffekt kennt, als bei Hearthstone genauso, ne? Effekte, die eintreten, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt. So, hier. Ein. Der Fischer kommt ins Spiel und er invoke, das heißt, er spielt für uns die Supplies, die Unterstützung, die Nahrung. Und die können wir nutzen, um eine Einheit bis 3 Leben heilen. Oder beziehungsweise auch uns selber ein Spiel. Das ist spannend. So. Hier haben wir noch den Iron Rebel. Was? So. Der hat 3 Lebenspunkte, was für mich schlecht ist, aber der hat leider auch 3 Angriffe. Haben wir hier noch das das Temperance Hall, also das Apir, das apirianische Kelp, Elefant mit Hörnern, wie süß. Das hat keinen Zusatzeffekt, deswegen wird auch als zweites ausspielen. Aber wir haben ja auch noch Kauf. Wir können entscheiden. In Bow. Character Sport ist for Activate. Also, das heißt, das jetzt muss Summon. Summon-Fähigkeit. Das sind wir bei 2 Einfluss zeigen. Dann würden wir jetzt den Front-Kämpfer bekommen. 3-2. Oder Erlangen. Wenn wir das einsetzen, dann kriegen wir den Kurzbogen zur Verfügung. Den können wir einfach. Deswegen würde ich jetzt sagen, den Kurzbogen.
auf unserem Schlachtfeld, sieht schon, das wird schon ganz schön voll, wenn man es kommt, können wir 4 Einheiten haben und 4 Unterstützung kriegen. So, den würde ich jetzt setzen. Dann würde ich den hier abschließen. Dadurch, dass wir das getan haben, würde ich sagen, wir müssen das erlauben, dass sonst würde es vielleicht auch. Das Schöne ist, der hat 2 Nutzen. Seht ihr das? Da unten 2, dass er das zweimal benutzt. Diese Runde einmal benutzt und wenn ich dann das zweite Mal einsetze, dann ist es vorbei. Noch wichtiger Hinweis: Schaden gibt bei Hearthstone, er bleibt liegen. Er wird nicht wie bei Eternal oder bei Magic am Ende der Runde auf. Okay, dann haben wir nach vielen, vielen Erklären die erste Runde vorbei. Er hat eine Karte. Ja. Schaltet seine zweite Fähigkeit frei. Und wir gucken mal gleich, was so ankommt. Oha. So, also. Oh je, je. 1 nach 4. Der ausgespielt. Waffenschärfe. Kann er benutzen, um einer Einheit einen Angriff zu geben. Dauerhaft. Und das kann er 3-mal benutzen. Der hier. Unterstützung. 3 heilt. Super, ja. Hier, und er hat noch ausgespielt Fischer, den wir auch haben. Der hat eben ausgespielt Krieger, den wir hätten auch haben. So, jetzt das Wichtigste, das Zeit. Was liegt wie rein? Damit sollten wir machen. Ich würde sagen, da wir das mal haben, das Ding sofort brauchen. Ja, würde ich das weg. Ist ja nicht dauerhaft. Das ist immer ein wichtiger Hinweis. Ich würde sagen, Ausspiel. So, jetzt wird's spannend. Greifen wir an. Das ist nämlich Ausspiel. Man kann viel ausspielen. Drauf. Greifen damit den Fischer. Haben es erledigt. Jetzt, weil ich ja wusste, dass ich die zweite von dazu bekomme, wird das. Dann haben wir. Dann kann er nächste Runde. Ja, dann. Hier übrigens eine schöne Übersicht. Was haben wir getan? Ne, was hat der Gegner getan? Drückt immer schön nach, dass ich jetzt. Bitte Darstellung. Sehr schön. Hat er aufgetaucht. Und wie ihr seht, ich habe jetzt 3 Karten nachgezogen, weil man immer auf 4 Karten auf. Das ist, finde ich, extrem fürs Feature in dem Spiel. Das erlaubt echt irre Kombo. Also aus meiner Sicht. So, dann gucken wir mal, was hier aus. The Start of Your Turn, Vogue Good. Jede Runde eines davon. Ich überlege. Sie ist einfach stark. Wir haben jetzt auf der Hand nochmal ein Taktikal. Und er ist aggressiv. Aggressiv bedeutet, er kann in der Runde angreifen, der er ausgeführt wurde. Er ist das Play on Alert. Also er kommt in das Spiel alarmiert. Alarmiert quasi das, was die Kreaturen haben, wenn sie bereit sind. Okay, so. Wir können ja 2 Karten spielen und wir können eine Karte wechseln. Ich würde sagen, die größte Karte weg, weil die dauert. Also da. Jetzt können wir spielen. Wenn er sagt, er kriegt. Ich gebe einen Lebenspunkt für jedes freundliche Supportcard. Wir haben 2 Supportcards. Also können jetzt wird wir könnten, wir wollen gut machen, ne? Das würde ich sagen, da habe ich jetzt
spielen, weil wir eine 4 draußen haben dürfen. Daran habe ich nicht gedacht. Und noch die kleinen Fehlerchen, die als erstes tauschen. Aber eins nach dem. Also, du stimmst jetzt. Ja. Wie? Halt. Mit dem Halb. Oh. Dann würde ich sagen, da hat ein Bauch noch ein Kalber. Spiel des Spiels würde ich ihre Lebensmittel auf mich. Dabei helfen kann es das Deck. Muss es aber. Das Deck auf 0 bringt macht halt den Schaden. Man gewinnt nicht automatisch. Oh. Das Deck ist relativ klein. Darum gibt es Fähigkeiten sammeln. Sammeln bedeutet man hier ein Deck. Was deswegen wichtig ist, weil man so hart immer wieder und wieder, gerade wenn das Deck immer kleiner wird, die Chance dann hoch, dieser Fähigkeit immer mehr die Hand bekommt. Man spielt wieder, wenn man die gerne hat. So. Wieder die Frage der Fragen. Welche Karte ich bin. Ich würde fast sagen. Das Ausspielen, okay, das wollte ich gar nicht, aber das ist leider passiert. Wir legen ihn erstmal hier rein. Ihr seht, man muss sich noch ein bisschen aufpassen, der Bitch. Wann macht man was? Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm. Ich wollte eh die beiden Support-Karten. Also. Wir könnten einen Soldaten hören, das ist okay. Oder alle Charaktere mit ein oder weniger zerstören. Hab ich nicht. All meinen Charakteren plus ein. Ich finde, das klingt sehr gut. Seiner Ding. Meine kriegen alle plus 1. Anschließend würde ich sagen. Mach auf. Dann können wir den. Damit haben wir mit allen angegriffen. Wir haben alles soweit gemacht. Also, du. Lina hat noch 9 Lebenspunkte. Hier sollte also nicht mehr lang kommen. Ich meine, hier schon. Au. So viel Lebenspunkte. Ja. Jetzt also noch 2 Supply übrig gehabt. Das habe ich gehört. Ja, die sind wirklich gut. Der hat die beiden. Also der Kahnpreis ist eine Karte Ablagestapel und ich kriege ein Spiel dazu. Also ich kriege eine Karte, ich kriege eine Ablagestapel und bekomme eine Moschenmöglichkeit. Diese Karte kostet, wäre halt ganz nett, wenn man auch vielleicht noch was anderes zeigt, da das Spiel dann ziemlich mein, sag mal, für mich steht. Man kann ja nur 4 Karten, also 4 Einheiten draußen haben. Irgendwann stellt man fest, man ist so schlecht. Man möchte sinnlos einfach mal wegkommen. Weil das teilweise auch wirklich. Kann man sie hier hat, die man gerade umgewandelt hat, kann man aber hier rausspielen. Das wirklich, wirklich. Ich könnte jetzt die Karte hier rausspielen. Würde als normale Karte finden. Hat aber Vorteile. Nachteil ist, ich verliere natürlich einen Einfluss, wenn ich den Einfluss noch brauche, also Ressourcen. Und Chance. Also ein Antrieb. Wenn ich meinen Antrieb verliere, habe ich natürlich das Problem,
dass ich dann erstens hier nicht so schnell hinkomme, was mal ganz cool ist. Und natürlich teuren Kreaturen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal ein. Das abläuft. Ich hab Gegentür. Ich hab. Ich weiß gar nicht, warum. Achso, er kostet. Er kostet. Das Schöne an der Spielmechanik ist, du brauchst gar nicht unbedingt niedrige Karten. Wir können jetzt noch zwei Karten lassen spielen. Gar nicht so. Ich denke, wir spielen einmal das, einmal mal bei den beiden. So. Dann haben wir beide Platten. Ich würde fast. Ich glaube, besser voran hätte ich sogar. Das. Mit. Halt was mal angreifen. Stark. Und den Gegner schön. Der merkt. Die ist halt überall. Die ist halt super schnell. Aber auch nicht schlecht. Das war jetzt eine ganz gute Karte. Vielleicht zweimal aus. So, jetzt mit zwei Karten. Na? So. Wollen wir natürlich bedingt raus haben. Wollen weg. Und wir hätten jetzt die letzte Zeit können. Einen standhaften Charakter führen. Genau, standhaft bedeutet hier, das ist ein Battalion, bedeutet, diese Charaktere müssen an werden vor irgendwas anderes. Oder wir können dem Gegner direkt 3 Schaden. Allen kritischen Charakteren, also allen kritischen Einheiten aus. Das bringt jetzt deswegen den Jungen. Dann würde ich Waffe ausschalten. Dann haben wir den Vollbilder. Power. Der uns das einzige jede Freundin. Und ja, wie soll ich sagen? Er profitiert schon stark von hier. So. Wir können die nochmal ausprobieren. Würde ich das. Wir müssen allerdings noch aufpassen auf die Karten. Und würde das tatsächlich nutzen. Ja, stärker zu machen. Können wir das. Wenn wir das halt jetzt töten, haben wir den Vorteil, dass wir noch heilen. Können wir sonst. Gut. Wie geht das dazu? Ich habe es durcheinander gebracht. Gut, das habe ich jetzt davon, aber ist egal. So. Ich kann jetzt das auf 5 beisetzen. Ja, auch nicht angreifen. So. Haben wir den Verfügung. Ich denke, mehr als brauchen wir auch. Dann können wir vielleicht so mal die Slice spielen, sofern er noch wird. Oh. Oh. So viel
So viel Karten. Wie Karten. Aber ihr seht diese Karten auch. Und ich glaube, gewinnt wird. Ich hab das. Und damit war es das. Der Kampf gegen den PC ist gewonnen. Ah, ihr seht ja auch, wie macht man 300 Stunden.